Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Schatten des Krieges. Wir haben in der letzten Folge durch Bruce unsere Festung verloren, der uns hinterlistig in den Rücken gestochen hat und uns mehr verraten hat als ich schulter Bruce mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich mach den Typen fertig, aber so richtig. Da gibt's nichts mehr mit. Okay, lass uns nochmal aussöhnen, ne? War gierig und hat uns deswegen erstochen. Das war sein scheiß verkackter Grund. So, aber wo holen wir natürlich. Ich höre Bestien an ihren Käfigen rütteln. Ich komme jetzt in die Stadt. Ich fände es ja schlimmer, wäre es gewesen, hätte er hier eine Blutstatue aufgestellt. Das hätte ich persönlich. Passerfilter gefunden. So, die Schuld ist mein Team, damit ich leben habe. Da hinten ist er. Na, kränklich. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die Gemäß zu holen. Und ihn vor allem noch. Und dann lasse ich ihn in Flammen unseren neuen Best-Olof die Schlacht anführen. Ja. Und wir reden von der Sache mit dem. Was ist das? Das Insekt perfekt. Zack. Diene mir. Perfekt. Besser ging es gerade gar nicht mehr. Für den Herrenherrscher wirst du kämpfen. Ich bin dein Auserwählter. Ja, das bist du, mein Freund. Zieh dich zurück. Wir haben was vor. Wie du wünschst, mein Herr. Hau ab, Biest, du. Fünftes Bestia. Und Verrät kriegt natürlich voller Smoke. Sieht auch noch. Ganz viel Zeit. Gift. So, jetzt stirbt hier der Rest auf der Fackmauer. Zack. Und so, dann muss ich natürlich erstmal kurz in die Übersicht gehen von der Armee. Das ist schon mal perfekt, die Aufstellung. Ich will noch was ändern. Ich will auf jeden Fall ihn rausnehmen. Den haben wir nicht drin. Ihn haben wir nicht drin. Obwohl er lasse ich maden, das passt schon so. Soll ich was aktivieren? Das Feuer was bringt, das weiß ich wiederum nicht. Aber das auf jeden Fall ist schon alles ausgerüstet. Da ist mir eh nicht dabei, jetzt gerade die Festung anzugreifen. Erstmal ist ja das Wesentliche, dass wir uns darum kümmern, was immer hier passiert. Ja, das ist ein Bruce, ich bin nicht ganz sicher, was der Fassung, da muss ich jetzt sagen. Nee. Bruce hat uns nicht zum letzten Mal gesehen. Wir können seinen Verrat nicht ignorieren. Werd schon nicht. Ja, diesen Oller kaufen, sowas von fertig machen. Was ist auf meiner Haut? Es ist gewünscht, einfach Bruce für seinen Verrat schaden. Das wird keine einfache Rache, das ist eine Rache, die sich lohnen wird. Eine Rache, die aus tiefem Herzen kommen wird. Oh, hör mal auf damit. Hast mich nicht gesehen. Das ist auf 300 Metern, dann können wir uns da. Wohlverdiente Rache weiter fortsetzen. Ey, nicht umdrehen, das ist unfair. Das war nicht abgemacht. Jemand umher. Nein. Niemand schleicht. Hau ab!
seine Macht brechen. Und ihn selbst und alles andere, was ihm lieb ist. Weitläufer, du hast Ärger. Und Redbacks immer noch der Treueste. Das hab ich schon geahnt, als er mir die Klinge in den Rücken bohrte. Ging vom Rücken glatt nach vorn durch. Und du hast geblutet. Entschuldige, das Problem ist, die anderen Orks wissen, dass du Bruce gekriegt hast mit deinem Jetleidestop. Und sie wissen, dass er frei ist. Das hat richtig Eindruck geschunden, sag ich dir. Orks rennen ihm nur so nach. Also ich will dir nicht sagen, wie du deinen Job zu machen hast, aber du musst ihn beseitigen. Und eine Rettung steht auch noch an. Eine Waldläufer. Rettung? Ja, er hat Gefangene genommen. Einer davon ist dein Oberherr, glaube ich. Du willst ihn doch befreien. Oh oh. Wo? Hier lang. Aber echt jetzt, der hat dich aufgespießt und so. Still! Aber Redback ist cool. Das sind drei Gefangene. Geh rein und mach dein Ding. Ich bleib hier und spähe die Gegend aus. Ich bin echt gut im Spähen. Späher gehen vor. Und sterben. Deshalb kann ich das so gut. Also auf geht's. Das Spähen beginnt. Ich bin. Zack. Klein aussteigen, ne? Komm, mein Freund. Komm und kämpfe. Danke, mein Herr. So weit, so gut. Noch zwei Geiseln mehr. Ja, okay, du sagtest stehen. Drei und eine haben wir. Ich sei doch mal nicht so böse gegen deinen Arm. Redback, der ist schon noch gut. Kenn ich dich? Du bist neu. Davor hatte ich dich nicht, das weiß ich ganz genau. Aber du bist cool. Du gehörst ab sofort meine Armee. Krasser Boy. Oh, na das wird nützlich sein. Oh fuck, jetzt drüben wird's nicht alles. Manchmal wünsche ich mir ein einfaches Leben, wo ich Stücke aus Metall aushämmere und zu. Zack. Orks können keine Zauberer sein, du Mund. Oh, du hast Lappen. Ah, guck der Mann, wer es ist. Von mir sowas von auf die Omme. Zack. So. Was ist auch einer mit eisernen Willen? So, jetzt gebrochen, jetzt mach ich mal fertig. Hätte ich angepasst, dann so. Ende. In den Kopf. Komm, mein Freund. Ich werde dir folgen. Wie immer. Das ist gut so. Und gleich kommt der Letzte. Aber wem sage ich das? Du hast ja gezählt. Ja, hab ich. Ach komm, lass Redback. Redback verrät dich nicht, egal was passiert. Da sind die Napfeln gefangen. Naja. Habt ihr das gehört? Zack. So. Komm, mein Bruder. Du da oben. Hau ab. Volksleute gerettet. Tja, das war's dann wohl. Du wendest dich wieder deiner Kriegstreiberei zu und... Oh, hallo. Wir sind noch nicht fertig. Bruce. Hey. Oh, stimmt, Bruce. In seiner Festung. Deiner Festung. Hm. Echt beliebt, diese Festung. Oh, als diese Festung noch mir gehörte. Etwas zu mich war's doch, aber diese Aussicht auf einige meiner Umbauten bin ich echt stolz. Hm. Wie deinen Tunnel. Genau. Mein Fluchttunnel. Ganz schön klug, dachte ich mir. Gut, wenn man mal schnell raus muss. Ja. Wir könnten ihn nutzen. Wieso? Wir wollen doch nicht raus. Ah, wir wollen rein. Nein, aber wir wollen wieder hinein. Oh, klar. Wo ist dieser Tunnel? Da lang. Glaub ich. Ey, komm. Sei nicht wütend gegen Redback, der ist voll cool. Der hingegen nicht. Er hatte zwei Generäle. Komm, Bruce, hier endet's. Zurück. Du hast einen Plan.
mit dir abzurechnen. Kommst in Begleitung dieses Sharkflags Redback. Ich sag dir was, ich hab auch Freunde, weißt du ja. Das wird ein wahres Fest, ein echtes Haus hier. Wir holen uns Grog, spielen ein paar tolle Spiele wie... Oh, was ihm die Arme ab? Na los doch, Jungs! Kommt her. Kommt her. Hier endet das alles. Komm hier, Gift! Ah, vergiftet, der erste bricht schon zusammen. Das ist deine Armee, Bruce. Ist einfach nur traurig und erbärmlich. Nein! Scheiße. Karma. Karma is a bitch. Fuck, da hab ich nicht aufgepasst. Diese Armee nicht als Nice. Beigetreten. Los. Bruder. Oh. Ah, ah. Nein! Du safe dich gegen Pfeile. Unanfällig. Ja, irgendwie klappt das noch. Kann ich ihn angreifen? Zack, den nächsten gut machst du das. Du wirst mit meiner neuen Festung gut dienen. Er ist legendär, nahezu König schlechter. Du wirst mir auf jeden Fall dienen. Das ist schon mal getötet. Das wird dann nicht nochmal passieren, das kann ich schon schwören. Jungs, brauche ich Hilfe. Jungs, brauche ich Hilfe. Schön den Rücken hier. Wirklich schade, Verkäufer. So sollte es nicht laufen. Du siehst mich wieder sicher wie Schrack im Karagor. Als ob. Er wird nicht mehr. Einläufer. Ich werde dich verschlingen, Dark. Dein brutzelndes Fleisch und deine verkohlten Knochen. Und wenn ich es richtig mache, dann zappelst du dabei noch. Naja, das kannst du nicht vergessen. Nein, mein Mate blutet. Ich glaube, der geht durch. Komm, greif an. Ich werde unseren Mate. Ah, nice, machst du das. Gut. Komm, sag ihn. Nahezu König schlechter, du bist mein Mann. Dich würde ich eigentlich besten in die Reserve schicken. Sobald wie möglich. Oh. Nein, aber eine Rune. Steht wieder unter meinem Kommando. Der Aufstand wurde niedergeschlagen. Die Verschwörer wurden gerichtet. Ihren Anführer wird bald dasselbe Schicksal ereilen. Fortan bewacht ihr diese Festung für den Höllenherrscher. Hier gibt es keine Schwäche, kein Erbarmen für meine Feinde. Hat. Während, naja. Anders haben wir es jetzt. Okay, du musst das ausmachen, weil du es fest und klauen. So, ich darf einen Oberherrn wählen und ganz ehrlich, ich bin jetzt hin und her gerissen. Ich finde beide cool. In Richtung. Schusssicher, erzürntisch würde ich sagen, stark und. Nein, ich werde ihn zum Oberherrn machen. Aus einem einfachen Grund.
eigentlich der einfachste, der möglich ist. Den anderen schicke ich nämlich in die Reserve, damit ich ihn später irgendwann irgendwo einsetzen kann, wo ich ihn gerne haben will. So, Bruce. Ein Teil deiner Armeen sind geschlagen. Bedeutet erstmal was Wichtiges. Ich würde gerne hier. Kann ich irgendwas schütteln? Das ist schon. Fuck, wo ist er denn? Der hat einen Auftrag, den er gerade macht. Er macht eine Machtprobe. Wir haben mal leider unseren Mate verloren, das finde ich leider schade. Aber ich kann doch schon mal die wieder aussetzen. Ich würde gern dich. Nicht dich, da hoch. Ich muss halt die hochholen, die ich habe gerade. So gerade befehlbar sind. Du bist da hoch. Und du als einziges. Du bist nicht der Einzige, aber ich mag dich, deswegen gehst du auch da hoch. So, Jungs, jetzt hole ich mir natürlich ihn noch. Damit ich seine Aufgabe erfülle und dann schicke ich ihn die Reserve für spätere Zeiten. Davor erst mir die Dinger kaputt machen. Und Bruce ist ein ganz schöner Sack, ne? Als ob der auch noch mal entkommen kann. Rein theoretisch ist eigentlich nicht möglich, aus der Situation, wo er sich drin befand, wegzukommen. Unmöglich. Nie und nimmer. Nicht ohne, dass er bemerkt wird. Es war bloß eine Rauchbombe und die ganze. Obwohl, die ganze Festung war nicht voll von Soldaten von uns. Wir haben ja alle desertiert, die Arschgeigen. Na, was ist denn jetzt für eine Aufgabe? Ist das für die Bruce-Aufgabe? Ich weiß gar nicht, was wir alle gewiss. Was Tyrion gegen Redback hatte, ey. Der ist nicht unterworfen. Und die Team immer noch. Zwar um den eigenen Vorteil rauszuhalten. Zum Teil auf jeden Fall. Aber sonst. Ist eigentlich mit dir der beste Ort, den du haben kannst. Weil das keine geldgeile Sau ist. So, du. Mach deinen Kampf und dann hole ich dich meiner Armee. Das dumme Vieh ist kein Problem für mich. Lass es rein. Er hat seine Hand verloren. Komm, töte ihn. Ist einfach umgefallen. Gut gemacht. Millionen Fähigkeitspunkte halten wir. Er oder ich? So, dann. Armee, du hast jetzt keine Aufgabe. Perfekt, befehle ihn. Nice. Aber ich wollte fragen, ob ich hier irgendwie. Hier ist die Reserve. Da. Komm in meine Reserve, Boy. Ich brauche dich für spätere Zeiten. Denn da kann man so schnell nochmal reingucken. Dass wir hier drin haben, das will ich immer noch freischalten. Da muss ich ja weiterhin die Aufgaben machen zum Thema. Keine Ahnung. Warte mal. Die aktuell 17.000. Wo ist denn mein Money hin? Wo ist denn mein fucking Geld hin? Hat mich gerade nur 20.000. Ich jetzt nicht. Und das ist bitte hin ist, aber erstmal wollte ich jetzt den Kill machen. Warte mal, wie viel Fähigkeit? Ich hab einen nur. Wo ist denn die Scheiße mit dem Instant Kill bei Leuten? Mir fällt es überhaupt nicht auf gerade. Irgendwo bei Tame hier. Nope. Hä?
fällt das echt nicht auf. Ich habe das doch letzte Zeit wieder gelesen mit dem Instant Kill von allen Leuten. Ist er hier? Ist er da? Ist er da? Ich bin völlig ahnungslos. Würde ich sagen, erstmal, ich habe keine Ahnung, wo das Geld hin ist, was ich gerade hatte. Ich erinnere mich daran, dass wir gerade über 20.000 hatten. Aber anscheinend doch nicht. Öffnen wir schnell noch so eine Kiste. Guck mal, ob wir noch einen coolen Typen drin haben. Und wir haben, der sieht zwar nicht schlecht aus, aber da hat dieses Möhren-Ding. Deswegen wird er wahrscheinlich komplett dumm sein. Ist mir aber egal, denn hier endet die Folge von Mittelerde Schatten des Krieges. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.